Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Splatoon 2, dem Octo-Expansion. Im letzten Part haben wir den grauen Strang komplettiert und haben dafür den Replikhelm bekommen. Und nun würde ich sagen, lassen wir diese Stränge erstmal liegen und machen nun mit dem blauen Strang weiter. Wusch und Bumm, Rollschuhbahn. Erreiche mit der Sepisphäre das Ziel innerhalb des Zeitlimits. Das ging doch vernünftig. Und nach einem einigermaßen entspannten Level. So. Na dann los. Dran ist ein Abdrücken. Ich denke mal, wir schaffen das alles im Leimlauf. Okay. Boom, oha, geil. Ich habe getrödelt, ich Lappen. Ich habe ernsthaft getrödelt und reingeschissen. Ja, man darf sich durch die Gegner nicht aufhalten lassen. Einfach an die Gegner vorbeisnippen. Ja, wenn man stehen bleibt, wird man nämlich massakriert. Aber schaut es dann relativ chillig aus. Aber durch Kissen komme ich vor einem problemlos durch. Jetzt muss ich ein bisschen sneaken. Das ist Slalom. Weil, ja, weil die bremsen mich aus, wenn ich gegen sie stoße. Was zum... Unfair. Oh, ja, Mann, das ist zeitraubend. So, diesmal richtig. Na also. Na, jetzt kommt es ja noch dicker. Obwohl, das ist eigentlich auch ziemlich machbar. Ja, muss halt gucken. Oh mein Gott. Leute, ich bin nicht so krass mit der Kameraführung. Chillt mal ein bisschen. Oh, Junge, verzieh dich, du Arschgeige. Geh kacken. Keine Zeit für dich. Easy. Okay, am Ende noch ein bisschen Zeitdruck gehabt, aber wir haben es geschafft. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ich muss es lernen. Gut, geschafft hätten wir es. Bing. Cool. So, das nächste wäre... Okay, wieder was mit Waffen. Lass rocken, Baby. Okay. Festivalgelände. Fahre auf dem Turm zum Ziel. Oh nein, das riecht nach Seelenrockbühne. Aber an sich mag ich sowas. Also ich denke mal, ich sollte damit klarkommen. Ja, das ist die Seelenrockbühne. So, mir wird der Kleckser empfohlen, tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet. Aber die anderen Waffen sind doch auch chillig. Na, ich will mal nicht meckern. Legen wir los. 5 Minuten haben wir Zeit. Let's do it. Juhu, Octolinge. Alles klar, du musst nur den Turm bis ins gegnerische Ziel bringen. Ja, ist schon klar. Haben wir schon mal gemacht. Auf zum Turm Nummer 8. Bin dabei. So, die Kleckspawn wird mir helfen. Ich weiß allerdings nicht, was hier... Oh! Stirb! Ich sehe nicht, was für... Oh! Oh, die wartet auf mich. Die wartet auf mich. Moment, ich muss ein bisschen geschickter machen.
Ah, toll. Toll, danke. Tja, ist die dumme Scheiße. Da oben ist auch jemand wetten. Ne? Aber da oben ist ein Sprinkler. Der ist richtig lol platziert. Ah, wenn ich hier bin, habe ich die Chance, ihn abzuknallen. Das ist gut. Komm mir zu nah und meine Bombe wird wird's dir zeigen. Oder so. Okay, ich habe noch ungefähr 4 Minuten. Das ist auf jeden Fall genug Zeit. Diese Sprinkler, Alter. Wolltest du irgendwas von mir? Ich habe noch einen Sprinkler gesehen irgendwo. Ich muss ein bisschen herumsneaken. Octolinge sind zwar nicht so hundertprozentig schlau wie PC, wie Online-Gegner, aber trotzdem. Ernst nehmen sollte man sie in diesem Modus schon. Ah. Oh, Scheiße. Komm, regeneriere dich. Guess what? Das ist mir so egal, was du machst. Ich hab's geschafft. Bingo. Nice. Bam, 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 bam. Sehr gut. Das wäre abgeschlossen. Und nur noch 1, 2, 3, 2 Level ungefähr. Und neue Einträge im Chatlog. Das schauen wir uns natürlich an. Dafür nehmen wir uns die Zeit. Leute, das können wir abspielen? Interessant. Kann ich es auch jetzt pausieren? Anscheinend nicht. Naja, dann gucken wir uns mal den Rest an. Das ist wirklich, Leute, ich feiere diese Chats.
So, dann lesen wir doch mal, was wir da Neues erhalten haben. Das müsste... blaue Strang ist hier. Was ist das denn? Sicherheitsmaskottchen. Okay, habe ich nur zwar noch nie gesehen, aber gut. Dort droht dir Gefahr. Also bleib mal besser hier. Das war ein Befehl. Ah, das ist das Splatoon-Symbol. Das kann ich. Kurier-Logo. Ah, okay. Kiste voll Gefühl. Vorsichtig. Schließe ich sie und schicke sie dir. Ah, vorsichtig schließe ich sie und schicke sie dir. Alles klar, so wie das. Alles klar. So, dann würde ich mal sagen, mache ich hier jetzt noch das mit den anderen Waffen sein und sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, relativ easy. So, was ist das hier? In der Ruhe liegt die Kraft. Schießbuden weg. Oder doch, Schießbuden weg. Zerstöre alle Ziele innerhalb des Zeitlimits. Ja, das klingt ganz interessant. Oh, aber mach mal Witz. Oh, schwierig, schwierig. Na, mal gucken. Ich will diesen Part auf jeden Fall versuchen, diesen Strang zu schaffen. Komm, es ist machbar. So, die empfehlen mir den Konzentrator, dann nehme ich doch den. Okay, los geht's. Zerstöre alle Ziele innerhalb des Zeitlimits. Ja, oh Gott. Come on. Okay, sehr gut. Noch eins. Oh, my boys. Was zum Teufel war ich gut im Stuff. So sollte ich nicht angeben. Denn ich muss ja noch mit, das Level mit zwei anderen Waffen machen. Ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Alles klar. Dann mache ich das eben noch mit den anderen Waffen. Okay, also ich kann direkt mal sagen, mit dem Turblaster war es am einfachsten. Boah, was zum Teufel, was? Nicht so zaghaft mit der Farbe. Kunstforum. Färbe dir den Weg zum Ziel frei mit einem Hydranten. Ach du Scheiße, aber Hauptsache nur eine Waffe. Das ist doch gut. Sonst hätte ich mich entscheiden müssen und dafür bin ich so viel Bock. Let's go. Na dann. Let's do this. Ah ja, Zerstörungskraft. Ich sehe es schon. Bescheuert, geh da hoch. Mann, 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 Mann. Oh Junge, was ist denn los mit dir? So ein Mädchen, weil es ist ja ein, Octo-Girl. Oh Gott. Okay, bislang sieht alles noch relativ gut aus. Aber wer weiß, was noch kommt, ne? Die Musik ist auf jeden Fall mega weird. Okay. Komm, ja.
Oh Gott. Lol. Der hat auch diese Streichbürsten. Ah, da vorne schon das Ziel. Also wir sind gleich da. Schaffst du es noch? Nein, so knapp. Wow. Ich sollte die da ausprobieren. Ja, Mann. Nice. So, wir haben noch genug Zeit für das nächste Dingsbums. So, aber zuerst... Ich glaube, das wurde schon komplettiert oder fehlt da noch was? Würde mich interessieren. Oh, Chatlog. Chatlog. Ja, das ist ein komplett. Perfekt. H wäre damit abgeschlossen. Fünf Sets. Ich fange vor Rührung gleich an zu flennen. Ich habe das hier aufgehoben für eine besondere Gelegenheit wie diese. Okay, dann würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal die Belohnung ab. Was bekommen wir denn so Schönes? Das komplette ist, ja. Karmabo-Rüstung Replik. Ah, okay, das ist ein Karmabo. So heißt das Teil. Aber dann gibt es auch die Karmabo-Stiefel und die Octobrille. 6, 7. Ja, so langsam. Vorhin hat er so ein Kuschel-Octoling. Das sieht cool aus. So, ja, stimmt. Das wäre fertig. Jetzt ich denke mal, wir gucken uns erstmal das mit der Geschichte an. Das ist, denke ich mal, ganz interessant. Bekanntes Graffiti. Schon mal gesehen? Schon mal gesehen. Nur was soll das denn jetzt sein? Frosch, Bär oder was? Na ja, gute Frage. Was auch immer das ist. Mr. Max. Max ist unser Ziel. Jeder strebt ihm eifrig nach, bis niemand mehr zählt. Okay. Also, unsere Sammlung komplettiert sich so langsam, aber uns fehlen halt noch einige Wege. E fehlt zum Beispiel und bei F haben wir auch noch nicht alles. Dasselbe gilt für G und I. Also wir haben noch so ein paar Sachen vor uns. Gucken wir uns mal den Chatlog an. Oh Mann, der Typ mit seinem kein Feind, kein Freund kann kein Feind sein. Es ist so dumm. Lol. Okay, das interessiert mich jetzt. Du Scheiße. Boah, Perla macht Death Metal. Ich glaube, ich spinne. Bisschen krass ist ja schon, lol. Mm-mm-mm-mm.
Das ist doch ein cooles Bild. Oh Gott. Ja gut, Lel. So, also ich denke mal, mehr gibt's dann erstmal nicht. Dann würde ich mal sagen, stürmen wir jetzt das versiegelnde Dingsbums. Depot C. Oh, das Blauflossendepot hätte ich echt wieder gerne als Map. Ich hoffe, Nintendo bringt die. Ja. Auch hinterhergeschmissen, wie mir scheint. Das ist der Deckel. Jetzt fehlt nur noch das Glas. Aber man bekommt sie ohne alles. Warum? Ich finde das so ein bisschen blöd gemacht, dass man sie einfach nur so bekommt. Jo, machst du halt auf mit der ganzen Tinte, das war's. Glückwunsch, du hast das dritte Dingsbums gefunden. Nur noch eins und du kannst das, kannst ins Land der Verheißung. Ich glaube an dich. Ich glaube auch an mich. Warum haben wir Nummer 3 noch nicht gefunden? Ich sollte Poster aufhängen. Genau, das mache ich. Moment. Na, wie ist das? Exaktes Bild. Abbild, oder? Oh. Ja, sieht gut aus. Was haben wir denn noch? Welche Hautfarbe hatte Nummer 3 nochmal? Oh Leute, jetzt können wir uns Nummer 3 machen. Ja, es könnte hinkommen. Fällt mir noch was ein? Und darunter schreiben wir, haben wir dieses Mädchen gesehen? Lol. Ja, würde ich so sagen. So, ich bin fertig. Wenn ich es hier aufhänge, sollte man es gut sehen können. Interessant, so langsam spitzen sich die Dinge zu. Ja, Alter, langsam wird es immer spannender. Weil bislang war es ja nur so Level komplettieren und so weiter. Und jetzt wird es so ein bisschen interessanter von der Story her. Bin auch echt gespannt, was noch so kommt. Ist immer noch dieselbe Atmosphäre, ja. So, jetzt müssen wir schauen, wo wir weitermachen. Wir haben immer noch nicht E gefunden. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt bei F weiter. Oder G? Ich schau mal kurz. Warte mal, F war das ganz Schwarze. Das ist da unten. Und G ist lila. G haben wir schon seit längerem. Okay, machen wir G. Weil G haben wir schon seit längerer Zeit auf dem Schirm. Und ich denke mal, ein Level packen wir noch. Dann lass mal gucken. Obwohl, wir haben sogar noch das hier. Und da legen wir noch eine neue Schiene frei. Muss ich jetzt überlegen, was ich da mache. Machen wir das Außenstehende. Mit Werbe durch die Ringe. Duisvik. Erreiche mit dem Tintenvisor das Ziel. Gleichzeitig ist das so eine Einer-Mission. Gefällt mir. Na dann los geht's. Ah, das sieht aus wie die Stelle, die man in der Demo gesehen hat. Also habe ich das Gefühl. Ach, da unten war noch Ringe, aber ist mir im Prinzip egal. Den hier kann ich mitnehmen, wenn ich bei mir langweilig ist.
Du stirbst mal schön. Halt, 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 rückwärts. Rückwärts und bleib da. Okay, hab's. Und zurück. Außen ist dann Gegner. Jetzt geht's weiter. Oh Leute, das sind die Gameboys. Gameboy Cartridges und da ist der Gameboy. Ey, wie geil. Diese Easter Eggs, ich liebe das. Oh Mann. Ein bisschen hart zu kontrollieren, muss ich schon sagen. Ah, scheiß auf die Ringe. Im Prinzip will ich das Level nur noch durchmachen. In die Fresse! Oh, naja, das war's auch schon. Easy! Da geht doch! Dun, 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 dun. Huiuiuiui. So langsam werde ich müde. Problem ist, ich bin halt noch lange nicht fertig mit dem Octoling DLC. Ah! Die 10. Linie. Das sieht aber das sieht aus wie G. Und da ist auch das 4. Dingsbums. Ah, jetzt habe ich das Problem. Das muss ich auslassen. Weil ich muss erst alle anderen Level komplettieren, ist so das Problem. Na gut. Schau ich nochmal. Ich will noch das Ding begutachten, was wir behalten haben. Toni Kenza. Nur Glas und Beton. Grau, soweit das Auge reicht. Tinte soll spritzen. Okay. Okay, den. Ja, warte, ich wollte noch schauen, welche. Ah ja, stimmt, das war. Das sieht aus wie E. Das ist E, ja. Das ist doch E, oder? Ja, der rosane Strang. Ja, dann muss ich jetzt erstmal gucken. Dann werden wir im nächsten Part so wie ich hier sehe. So, ja, jetzt 47. Dann werden wir im nächsten Part versuchen, den Lianenstrang hier zu füllen. Und ich würde sagen, Leute, falls euch dieser Part von Let's Play Splatoon 2, dem Octoling DLC, gut unterhalten konnte, würde ich mich auch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, bekannt, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Und na, jedenfalls nicht schlecht, wenn euch mein Content gut unterhält. Und im nächsten Part geht es dann hier im Octo DLC, bis gesagt, bei der Octo Expansion weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao.